Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Romantood War 2 mit Makedonien. Ja, die nächste Schlacht fängt an. Ja, letztes Mal hatten wir ja schon eine riesengroße Schlacht, ne? Also das war, glaube ich, 2000 gegen 5000 oder so. Naja. Genau, da konnte ich auf jeden Fall die Pikiniere sehr gut einsetzen. Aufstellung starten. Hier habe ich ja jetzt keine Pikiniere. Doch, zwei. Okay, das reicht. Wo gehen wir denn da rein? Ist mal eine neue Karte, oder? Also eine, die nicht so üblich ist. Beziehungsweise, nee, die kenne ich auch, natürlich. Da habe ich mich hier immer und da ein. Also hier quasi auf den Hügel eingebunkert. Mal schauen, was er da macht. So, oh, das ist auch ein schöner General. Die Kavallerie geht mal hier rum. Pikiniere gehen volle Kanne voraus. Die schützen die linke Flanke, die rechte Flanke, die da machen Feuer frei. So. So, und los schnaflieren. Ihr scoutet mal da rein. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Wegen dem Coronavirus ist natürlich alles gerade nicht sehr optimal, sag ich mal. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze mitbekommt. Also, ein Kumpel von mir hat jetzt mir erzählt, dass gestern, also hatte es Mittwoch, dass gestern bei uns so ein Wagen vorbeigefahren ist, der die ganze Zeit durchgesprochen hat, dass man eben zu Hause bleiben soll. Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich wohne auch neben dem Wald, also bei uns ist es ein bisschen anders. Also ich wohne zwar in München, aber halt ein bisschen außerhalb. Also nicht ganz ganz drinne. Nicht ganz innen drinne in der Hauptstadt. So. So, aber bitte einen normalen Marsch. So, du kommst hinterher. Hier geht mal weg. Hier geht mal dahin. Du gehst mal dahin. Ihr haltet da ja aus. Ihr geht mal dahin. Bitte weiter. Bitte laufen. Das ist hier kein Kindergarten, nicht? So. Okay, die werden jetzt ein bisschen malträtiert, glaube ich. Die werden gerade ein bisschen malträtiert. Aber sie haben es überlebt, sehr gut. Das ist schon mal gut. So, die Bogenschützen können hier volle Kanne reinballern. Schauen wir mal kurz rein. Das ist natürlich ein Fallhagel hier. So. Was macht ihr denn Schönes? Ihr geht mal hier in Stellung.
Denn mit denen kann ich eigentlich hier das mal aufbrechen. Oder zerschlagen oder wie auch immer. Kraftkonzentration. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ganze die da, okay. Ich wollte gerade sagen, also. Das wäre ein bisschen heftig, wenn die Bogenschützen schon out of armor wären. Aber sind sie ja fast. Ja. Also der General leidet ziemlich. Der leidet ziemlich. So, dann schnappe ich mir mal die beiden. Ah, die können auch hier rum. Das ist natürlich schön. Nein, du gehst auch da. So, die ganzen Fernkämpfer werden dann von meiner Kavallerie aufgefuttert. Weil die wird ja jetzt wohl fliehen. Also würde ich mal sagen, also behaupten, dass sie das tun sollte. Sehr schön. So, dann schieße ich mal hier hinten rein, damit ich nicht allzu großen Friendly Fire mache. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, Leinenpanzer-Pikiniere sind natürlich auch richtig badass. Höchst schön, höchst schön. So, jetzt kann die eigentlich aufhören. So. Und der darf auch mal ein bisschen. Wobei, dann stirbt er ja gleich, ne? Meine Generäle sind ja immer so sehr, sehr zerbrechlich. Also der Gegner muss einmal niesen und ich bin tot, so ungefähr. So. Gut, General darf ein bisschen farmen. Wobei, also der ist ja schon voll, also fast volles Level. Ich glaube, der ist sogar schon volles Level. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr lange leben. Gut. Gefecht beenden. Verluste 300. Ja, okay, ich habe, 20 oder also 15. Ungefähr selbst getötet, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Also ich meine, die Bogenschützen haben alle so die 150 Leute getötet. Und dementsprechend ist das in Ordnung. So. Genau hier will ich ja hinten rein, ne? So ein bisschen den unterstützen. Oh ja. Der ist ja jetzt ein bisschen in die Falle geraten, gell? Der hat Katapulte. Also rein theoretisch müsste ich. Boah. Also wenn ich da angreife, könnte ich nur die da benutzen. Den da und die Kavallerie. Also ich würde es schaffen, ohne hier einen zu verlieren. Das Problem ist aber, dass wenn ich da reingehe, bin ich da gepinnt. Und natürlich kann er nicht weiterlaufen. Stimmt, das habe ich ja letzte Runde schon erfahren müssen. Und das zerstört mich auch sehr. Das stört mich auch sehr. Ups, hey. Eure Befehle. Wobei, ich muss sagen, das kann ich sogar gewinnen. 11
16. Ich erwarte eure Befehle. Warte, hat der Tradition? Nee, aber der hat schon Blockadenbrecher. Ich muss das versuchen. Ah, wäre sogar automatisch machbar. Ja, dann mache ich es automatisch, weil das ist egal, wer von denen überlebt. Überleben sogar alle. Das Wichtige ist jetzt nur, dass der der kann jetzt strategisch gesehen sehr gut zu Hilfe eilen. Also der geht schon mal hier hin. Und dann kann er immer noch die Kavallerie holen. Oder wie viele kann ich denn auf einmal machen? 6, 8. Hm, nicht schlecht. Gut. Das war ja auch der Vorteil bei, also historisch gesehen jetzt, war es wirklich der Vorteil, dass die großen Länder, also die großen Reiche wie Rom, Karthago und ja, Makedonien und so weiter, dass die auf sehr große, ui, was habe ich denn da gemacht? Auf sehr große Soldatenzahl oder Rekrutierungszahl, sage ich mal, zurückgreifen konnten. Und das war eben der Vorteil gegenüber den kleineren Ländern. Also das, mich wurde mal gefragt, das fand ich eine super interessante Frage. Warum haben die Feinde von Rom die Legion jetzt nicht kopiert? Und das war eben so, also sie wurde kopiert, aber so historisch gesehen hat es nicht viel Sinn gemacht. Warte. Ich muss gerade überlegen. Genau. Also historisch gesehen, zum Beispiel beim Britannienfeldzug, war es eben so, dass die keltischen Völker bzw. die britannischen Völker dann auch nach einer Weile die Schildkröte zum Beispiel imitiert haben und die Formation allgemein von den Römern kopiert haben. Das ist aber, also historisch gesehen ist das total normal. Also das haben die Römer ja auch gemacht. Die haben von jedem Volk, das sie unterworfen haben, dazugelernt. Und das war eben die Stärke von den Römern. Also die Schilder haben sie von den Kelten und die Aufstellungen und Phalanxen haben sie von den Griechen, so die Aufstellung, also bei der römischen Armee gibt es ja so viele unzählige Ränge, also es fängt ja beim Rekruten an und geht, ich glaube 15 oder 16 Ränge gibt es, also ob es jetzt ein Legionär ist oder ein Soldat in der Hilfsgruppe. Ist ja nochmal unterteilt. Da gibt es ja Fahnenträger von, also eine Zenturie sind ja 80 Mann. Und dann gibt es einen Fahnen- oder einen Flaggenhalter für 8 Mann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Also wie die 8-Männerschaft quasi heißt. Und da gibt es ja noch ein Wimpelträger oder Flaggenträger für die ganze Zenturie. Und dann gibt es den Optio pro Zenturie. Der ist quasi der Stellvertreter vom Zenturio. Und dann gibt es natürlich den Zenturio, der das Ganze dann macht, managt.
Und dadurch, durch die ganzen Ränge und Ordnungen, hatte die römische Legion einen unglaublichen Vorteil, dass jede Zenturie und nochmal unterteilt in den 8 Männerschaft, also 10x8 Männerschaft, dass die enorm, warte, ich kann eigentlich weitermachen, ne? Enorm, ja, flexibel waren. Also der General wusste, wenn eine Zenturie irgendwie am rechten Flügel ist, dann ist es egal, wenn sie abgeschieden wird, weil sie kann auch unabhängig von der ganzen Armee sehr gut auf sich selbst aufpassen, so. Und das wurde versucht zu kopieren, und zwar muss ich mir mal aufschreiben. Aber ich hatte gar nicht geplant, das heute zu erzählen, aber genau, die wurden öfters kopiert, also sei es jetzt die Schlachtordnung von den Kelten, oder also wurde von den Kelten kopiert, oder es ging hoch bis zur Aufstellung der Legion. Warte. Ja, das ist gut. So, und das ging zur kompletten Legion Kopierung, sag ich mal. Genau. Und dementsprechend war es eben so, dass in der späten Antike. Wendet euch an eure Götter und betet, denn nur von ihnen werdet ihr Gnade. Ja. Ja, kann ich automatisch machen. Genau. Genau. Also, okay. Das mache ich natürlich. So, warte, ich trinke mal kurz was. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass jetzt, vor allem wenn ich jetzt fliehe. Ja, er flieht natürlich nach da, dieser Hohlkörper. Na gut. Vielleicht hätte ich ja wirklich die Stadt einnehmen sollen. Aber, naja. Gut, was wollte ich jetzt erzählen? Ah, Nebel ist natürlich auch nicht schlecht. Und dieser Steilhang ist für mich auch gar nicht schlecht. Der ist richtig gut sogar. So. Er ist sogar richtig gut. Ich erzähle gleich weiter. Stehen immer noch da, aber okay. Schwerter! Steinschleuderer! Die Steinschleuderer gehen mal nach da. Die Frage ist natürlich, ob er von da kommt oder schön hier reingeht. So,
muss natürlich schauen, dass ich das Katapult hole. Und vor allen Dingen, wo kommen die Feinde? Ne? Sagen wir noch von da. Okay, warte, dann ziehe ich mich zurück. Dann ziehe ich mich nochmal zurück. Hier ist eigentlich ziemlich gemein. Hier geht's nicht hoch. Also die können halt hier schräg kommen, das die sieht nicht ganz so gut. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, wie sieht's denn hier drüben aus? Da sieht's nicht so gut aus. Wir kommen jetzt so hier hin. Ich könnte mich natürlich hier oben auch hinstellen. Aber das ist halt der Wald. Also im Wald ist die Phalanx natürlich nicht ganz so geil. Hier ist auch Wald. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, wo gehe ich hin? Alles nicht so gut. Also, wenn der Wald nicht da wäre, dann wäre es schon was anderes. Ich glaube, ich hätte hier vorne bleiben müssen. Oder sollen. Oder können. Ich mache es jetzt einfach so. Ich gehe hier hin. Also im Wald können die halt nicht so gut schießen, ne? So, mal schauen, wie das dann wird. Gut. Entschuldigung, habe ich vergessen gerade. So, die Kavallerie muss natürlich schauen, dass sie gegen die Katapulte reitet. Schnell reitet. Wir platzen mal den Tausch. Ups. Wir platzen mal den Tausch. So. Ja, das ist ein bisschen zu weit weg. Genau, also
Wie gesagt, also es gab ein Volk, das hat die Legion 1 zu 1 kopiert. Und der Vorteil war dabei, dass sie eben die ganze Strategie, sage ich mal, von den Römern kopiert haben. Und das hat auch geholfen, aber das war es halt noch nicht. Also die haben auch die Ausbildung von den Legionären kopiert. Und das war eben eine ziemlich krasse Ausbildung. Also die wurden ja hart gedrillt, die Legionäre oder die Rekruten. Und genau. Und der Vorteil daran war dann auch, dass ja die Einheiten oder die Soldaten von der Fraktion dann sehr gut gerüstet war. Aber der Nachteil war, dass Rom eben enorm viel mehr. Alter, was ist das denn für eine heftige Armee? Oh Mann. Enorm viel viel bessere Ressourcen und so weiter hatten und vor allen Dingen Männer. Ja, ich meine, also die Männer waren natürlich aus dem kompletten Reich der Römer hier geschifft, sage ich mal. Und das war nicht schlimm, dass Rom mal verloren hat oder so. Es war halt, die hatten immer wieder neue Rekruten parat. Und das war auch der Knackpunkt bei zum Beispiel den Epirus-Feldzug. Die hatten dann, also Epirus hat ja Rom sehr häufig besiegt, aber halt immer sehr knapp. Und Rom hatte einfach neue Rekruten. Und Griechen hatten, oh Scheiße, die Griechen hatten keine neuen Rekruten. Wie die werden ein paar Mal befördert, wenn die zwei Einheiten töten. Come on. Nochmal. Okay. Schwere Kavallerie bereit und stellig. Strategos! Schwere? Die Kavallerie vorrücken! Bereit vom Eiforder! Taxis! An die Waffe! Dein Söldner! Leinenpanzer! Wieso gehen die da hoch? Das ist ja total schlau von denen, Scheiße. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kann doch einfach mal stupide von vorne kommen. Dann er würde auch so gewinnen. Ah nee, er muss ja strategisch schlau hingehen. Männer wanken.
Kommandant! Die Makedonier sind bereit! Heteirenreiter! Ja, gut. Die Krieger erwarten euren Befehl. Ich dachte schon, so eine billige Söldnerarmee kann mich töten. Kann meine ausgebildeten Hetairenreiterei töten. Unser General ist gefallen. Natürlich. Wie gesagt, er stirbt ja sehr schnell immer. Ah, da sind nur noch zwei. Ja, okay. Kannst sterben. Kannst sterben. Na, Altgeschworene, dagegen habe ich halt auch keine Chance. Lass mal meine Fernkämpfer in Ruhe, was ist denn los? Königliche Feldmasken! Führen Volk! Kleinen Panzerschwertkämpfer! Auf einen Ball! Ja, also. Tja. Jetzt mal dahin. Los. Naja, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. König, bringe Feldmasken! König, bringe Feldmasken! Nehmt das! Hilf die Teilreu! Greift an, Söhne des Ares! Ja. Gut. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatz. Wieso ist der außen rum gegangen? Das war voll bescheuert. Ach. Das war richtig bescheuert. Ja, glorreiche Niederlage. Ich hätte gewinnen können, aber das, ja. Ich hätte wirklich die Stadt einnehmen sollen. Verdammt. Hm.
Wieso gehst du dahin und nicht zu deinem Kumpel? Naja. Idiot. So, Marcelia. Das war gerade dein Todesurteil. Aber Marcelia ist ja auch riesig, ne? Also, das war ja klar, dass das nicht ganz so einfach wird. Die gibt's ja immer noch. Ja, stimmt. Ach. Ja. Wieso hat er noch Petze Tyroy? Nee, das mache ich automatisch. Weil gegen zwei Petze Tyroy könnte, also die Petze Tyroy können gegen die antreten alleine. Also nicht ganz, aber fast. Wenn er keine Kavallerie hätte, ne? Naja, nun gut. Wir haben schon wieder viel zu lange aufgenommen, ne? Alexanders Rache. Genau, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Alter, wie viele Familienmitglieder haben wir denn? Ja, das ist ganz cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bei Makedonien und bei Rome Total War und allgemein bei meinen Let's Plays. Danke und ja. Ich hoffe, ihr bleibt zu Hause. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr seid, ihr seid gesund und munter. Gut. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.